Nächste Folge Transformers War for Cybertron. Cybertron, Kapitel 7 bis 3. Kapitel 7 ist dran. Hier die Chaos Gefängnis besuchen. Ich hatte schon gerade schon mal besucht, aber ich doof fand es nicht. Das ist krass. Naja, auf jeden Fall. Die Nachricht von Cedar Primes Überleben verbreitet sich schnell. Otto stellt einen Trupp zusammen, der in das Gefängnis von Chaos einbringen soll. Cedar ist gehalten. Und so der Anführer ist die Clown von dann würde ich mal gucken, weil ich habe keine Frame Drops. Läuft gut bei mir die Leitung. So, ich hatte vorhin schon mal ein Mikro genommen. Ich bin jetzt wieder hier. Ich doof, hatte hier das Mikro vergessen. Um Zeta Prime zu retten, verfolgt Optimus einen kühnen Plan, bei dem er sich und ein paar weitere Autobots von den Decepticons gefangen nehmen lässt. Der Plan funktioniert viel zu gut. Und schon bald befinden sich die Autobots auf dem Weg nach Kaon, der Hauptstadt der Decepticons. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Optimus. Hab Vertrauen, Bumblebee. Folge mir einfach. Optimus hat recht. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Wow, Megatron hat eine kleine Armee zusammengestellt, oder? Ruhe! Datensignatur bestätigt. Öffne Haupttor. Willkommen in Kaon! Das ist der, der gegen Starscream gekämpft hat. So hart sieht er gar nicht aus. Soundwave! Deine Gefangenen sind angekommen. Beginne Verarbeitung. Wir haben sie gefangen, als sie Vorräte außerhalb von Kaon plündern wollten. Bringen sie zum Recycling. Bewegung, Gefangener! Recycling? Das klingt gar nicht so übel. Ach ja? Was meinst du, was dort recycelt wird? Los, wird's bald! Was für ein Idiot! Geduld! Unsere Zeit wird kommen! Schauen wir mal! Was ist das für ein Ort? Oh, sind das Särge? Entschuldigung! Erspart mir diese geheuchelte Gerechtigkeit! Wer hat etwas von Gerechtigkeit gesagt? Was ist das? Die Energon-Brücke. Sie versorgt Megatrons Orbitalbasis. Halt! Laden! Ziel! Feuer! Du bist dran, Autobot! An die Wand! Optimus, das gehört alles zum Plan, oder? Gehört das zum Plan? Ja, lass den Kappermann ruhig tanzen. Bei mir verpisst sich gerade echt immer wieder irgendwas ja, von der Oberfläche. Laden! Optimus! Zielen! Surprise, Motherfucker! Optimus, anscheinend bin ich gerade rechtzeitig gekommen. Definitiv! Danke, Air Raid.
Der Plan verläuft reibungslos. Indem wir uns haben gefangen nehmen lassen, haben wir Zugang zum Gefängnis erhalten und haben so eine viel bessere Chance, Zeta Prime zu retten. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, Air Raid. Ich mag dramatische Auftritte. Hier, ab in die Wartungsschächte. Sie sollten zu den unteren Gefängnissen führen. Dort wird Zeta wahrscheinlich festgehalten. Oh. Viel Glück. Wir schießen uns den Weg frei. Schnappt ihn. Was ist das für ein Ort? Air Raid sagte, das wären Wartungstunnel. Alarm, Alarm. Autobot-Gefangene sind entkommen. Sofort das Feuer. Ich bin da gar nicht bewaffnet. Finde ich natürlich super optimal. Ah. Okay. Fehlt ihm jetzt ein Arm dadurch? Energieklingen bereit machen. Wir gehen runter und überraschen sie. Ich will. Na endlich! Ich hasse es herumzuschießen. Die Aussprecher, da sind sie! Wie freundlich uns zu bemerken. Wie sieht's mal mit Waffen aus? Nein, trinkt kann er nicht. Ah, gut, dass er ohne Arm gerade versucht. Waffenkühlung abgeschlossen. Schnell, Autobots, nehmt ihre Waffen. Die Decepticon-Gefängnisfelder. Ich habe Geschichten von diesem Ort gehört. Aber ihn wirklich zu sehen? Wie furchtbar. Wir haben Gesellschaft! Decepticon-Bodenfahrzeuge! Na toll! Freundlich der Genehmigung und... Bumblebee, komm runter! Wir sind überall Sniper! Hey! Scheiß Sniper hier, ey. Dann kannst du nicht. Was zum...
des Krabblers funktionieren auch. Nun, da er entwaffnet ist, können wir ihn als Transportmittel verwenden. Da, es funktioniert. Und abwärts. Ist das gut oder schlecht? Bumblebee, wir sind in einem feindlichen Gefängnis eingesperrt und von unzähligen Decepticons umzingelt, die uns vernichten wollen. Also ist es schlecht. Das ist reine Ansichtssache. Ich hab jedenfalls Spaß. Schlag mir ein paar Schädel ein. Ah, Roffel, danke fürs Angebot. Ich hab mich aber schon teilweise, Da steht ganz fett Decepticon drauf. Damit schon beschäftigt mit dem Thema. Also ich weiß schon, was ich brauche. Das Wunderkind kehrt zurück. Megatron! Ich wusste, dass du versuchen würdest, Zeta Prime zu retten. Deshalb habe ich das alles veranlasst, dass Zeta dich kontaktiert. Deine Gefangennahme. Alles. Alles, um dich zu mir zu bringen. Willkommen zu deiner Niederlage. Megatron meint es ernst. Ja, wir aber auch. Wieder ein Decepticon weniger. Ja, da war doch noch einer. Warum geht es dir? Rache? Für das, was vor so langer Zeit geschehen ist? Schmeichel dir nicht selbst, Optimus. Was ich tue, tue ich für ganz Cybertron. Die Energon-Brücke meiner Orbitalstation ist wieder online, sodass ich unendlich viel dunkles Energon erschaffen kann. Mit dieser Energie werde ich unseren Planeten wieder zu früherem Ruhm führen. Zu welchem Preis, Megatron? Zu jedem Preis. Optimus, ein Krieg, den ich gewinne. Ich habe den großen Omega Supreme bezwungen. Zeta und die anderen Primes sind gefallen. Und doch sträubst du dich gegen das Unvermeidliche. Du kannst diesen Konflikt genau jetzt beenden. Mit deiner einfachen Entscheidung. Nimm deine Autobots und verlasse Cybertron für immer. Oder bleib. Und ihr werdet alle vernichtet. Dies ist unsere Heimat, Megatron. Wir werden hierbleiben. Wir werden kämpfen. Und wir werden siegen. Na ja. Ist hier viel los. Wir waren auch bestimmt irgendwo wieder. Wie viel denn noch hier, ey? Ah, geht doch. Endlich mal alle platt, oder? Du wirst Air Raid und den tausenden anderen Autobots ins Gefängnis folgen. Für immer. Wow. Was ist denn da passiert? Und schon wieder keine Waffe. Was ist passiert?
Der verlogene Schrotthaufen hat betrogen, das ist passiert. Megatron hat uns direkt in eine Gefängniszelle teleportiert. Die Autobots sind gesichert. Eine Flucht ist unmöglich. Genießt euren Aufenthalt, Autobots! Rostet in Frieden! Sie haben uns unsere Waffen genommen. Schon wieder. Irgendwelche Ideen? Autobots, ich empfange schwache Energiestrahlen von dieser Wand. Nichts für ungut, Optimus, aber ich sehe nicht, wie uns das helfen soll. Nun dann, Sideswipe. Sieh zu und lerne. Dann fahren wir nochmal. Ich wusste nicht, dass du das kannst. Es gibt einiges, was du nicht über mich weißt, Sideswipe. Seht euch die ganzen Gefängniszellen an. Autobot, sie werden uns retten! Befreit uns! Diese Zellen sind verriegelt. Optimus, kannst du nochmal die Wand durchbrechen? Nein, ich fürchte nicht. Dafür brauche ich meine gesamte Reserveenergie. Und sie aufzuladen dauert lang. Man muss diese Türen irgendwie öffnen können. Aerith hat dieses Gefängnis ausgiebig erkundet. Wenn wir ihn finden, bekommen wir unsere Antwort. Wollt ihr uns nicht befreien? Eure Freiheit ist nah. Der da ist Optimus. Wir sagen es weiter. Viel Glück! Erledigt diese Sentries! Verstärkung ist unterwegs. Verstärkung? Ich fühle mich geehrt. Ja, komm doch, komm doch. Da kommen sie. Wir müssen runterkommen. Den hat's gesprengt. Das behalte ich mal. Ich muss nachladen. Erledigt sie, Autobots. Wie viel können die einstecken, ey? Gott sei Dank. Wieder ein Decepticon weniger. Jetzt können sie ruhig kommen. Wissen wir ja. Wir haben alle erwischt. Und ich natürlich die meisten. Ist okay, Sideswipe. Aufgeladen. Hier lang, Autobots.
Klopp, klopp. Was der alles kann? Was ist das? Das ist eine starke Strömung. Lasst euch nicht in diese Zermalmer ziehen. So scheinen sie ihre Gefangenen zu recyceln. Genau. Dafür werden die Decepticons teuer bezahlen. Hoffentlich nimmt Optimus auch Bex. Jetzt komme ich! So, die Granaten, die waren jetzt wichtig und richtig, hoffe ich zumindest. Da, da ist der Raid, in der Zelle da vorne. Ich Nein, hätte ich gefragt, fast übersehen. Endlich auftaucht. Ich finde das salty, ich finde da richtig salty. Ein paar böse Jungs erledigt, das Übliche. Nicht zu übermütig werden. Wir sind bestimmt nicht alleine. Hey, was war das? Raid, wo ist die Steuerung für deine Zelle? Zwei Eindämmungsprotokolle müssen aufgehoben werden. Jedes mit seinem eigenen Schalter. Aber Vorsicht, in den Tunneln gibt es vielleicht noch mehr Cloaker. Durchhalten, Air Raid. Wir holen dich raus. Gut, dass es nicht war. Genau das Richtige. Gucken, ob die... Ich will gleich mal gucken, ob ich denn irgendwo so eine EMP-Schrotflinte habe. Die sind die Kloger nämlich ganz gut. Die Klammern sind offen. Und jetzt diesen Schild deaktivieren. Mann, nicht doch, Autobot! Wisst ihr, als ich euch gerettet habe, war ich um einiges schneller. Ruhe, Harry! Wir arbeiten hier! Okay, das sind wir die an die Hand zack, deshalb ist das Zeichen, dass ich die schon hab. Gut. Endlich frei! Gut gemacht, Autobots! Wenn jeder Autobot befreit wurde. Ich habe auf dem Weg hinein den zentralen Kontrollraum ausspioniert. Von dort aus können wir jede Verriegelung im Gefängnis aufheben. Geh voraus, Harry. Schuss!
dass du weißt, wohin du uns führst, Harry. Du kannst gerne alleine herumspazieren, Sideswipe. Niemand wird dich vermissen. Es war nur eine Frage. Der Kontrollraum liegt direkt vor uns. Waffe überlegen Sie. Eine Granate! Okay. Jede Zelle des Gefängnisses. Selbst Zeta Primes? Nun, nein. Anscheinend ist Zeta in einem Hochsicherheitsbunker in einer der unteren Ebenen eingesperrt. Geben wir den Decepticons etwas anderes, das sie beschäftigt hält. Es wird Zeit, unsere Autobot-Brüder zu befreien. Wer macht's mit? Und das nächste Terminal, das wir professionell hacken. Decepticons beschäftigt. Ja, da laufen sie. Nicht autorisierte Deaktivierung. Alarm, Alarm. Alle Gefängniszellen deaktivieren. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich habe einen Hangar in der Nähe geortet. Wir können ihre eigenen Transporter nutzen, um den Gefangenen bei der Flucht zu helfen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Für Prime! Autobots! Wir müssen unsere Brüder in Sicherheit bringen. Können Sie die Nähe halten? Bleibt in Bewegung, wir gehen nach Deckung! Muss meine Waffe abkühlen lassen! Bereit! Gebt ihnen Feuerschutz, wenn sie fliehen! Oh, ein Schild. Schild ist immer gut. Schild ist das doppeltes Leben. Oh schade, Schild ist fast weg. Nö, niemals. Achtung!
Dafür, dass die Gefangenen sicher rausgebracht werden und eskortiere sie nach Ayakon. Wir treffen uns dort. Was ist mit dir? Wir gehen nicht dran. Ohne Zeta Prime. Jetzt los! Wir sehen uns draußen, Autobots! So, kümmern wir uns um unser eigentliches Ziel. Ganz fett die Step. Dieser Wandkrabbler sollte uns in die unteren Ebenen bringen. Na denn? Jetzt geht's los! Aufpassen! Die Schritte kommt! Wir werden von anderen Krabbeln verfolgt! Erledige sie! Erledige sie! Das muss doch schon aus Versehen auseinanderfallen, das Ding. Na klar, von Auto direkt wieder. Naja, egal. Okay, unsichtbare Wand. Ja, das hast du dir so gedenkt. Oh, Nullstrahl. Oh, den Nullstrahl nehme ich mal mit. Was ist aber gegen den Raketenwerfer? Ach, diese unsichtbare Wand an der Stelle, ne? Zerstört sie, ihr Narren! Nein! Shit! Keine Folge ohne Tod.
Wir schaffen es nicht! Ich schaffe es! Wunderbar! Genau die Platte, wo ich drüber gefahren bin. Moment, da war jetzt echt so ein Geheimnis unten drunter? Jetzt geht's aber ab. Das war zwar auch wieder eine extra Einladung. Optimus, oh Gott. Sie! Es ist Zeta Prime! Optimus, bist du das? An was haben Sie ihn angeschlossen? Autobots, die. Wir kommen nicht durch diesen Schild! Ihr könnt mich nicht aufhalten, Autobots! Verteidigungs-Sentries aktivieren! Wo sind wir? Ach, Fancy! Hey, wen nennst du hier klein? Und ich dachte, ich wäre klein. Es muss
den Schild verlassen, um seinen Windfähig zu helfen. Als ob er ihr Papa wäre. Mir geht langsam die Munition aus. Ist hier noch irgendwo was? Ah. Meine Güte. Oh. Rumble ist unangenehm. Hier kommt euer Verderben. Rumble. Diese Winzeln sind so lästig. Zuerst knacken wir die Schale und dann die Nuss im Inneren. Danach habe ich noch gesucht. Laserbeak. Los. Befehl. Sturzflug. Oh, Laserbeak. Oh, das sind alles klassische Sachen. Nein! Ah, das wäre jetzt natürlich gewesen. Verteidigung, Sentries aktivieren. Aber scheinbar starten wir ja schon ein bisschen weiter. Da lag noch gerade noch zwei Verteidigungs-Sentries aktivieren.
Bumblebee. Los, Befehl, Sturzflug. Autobots, jetzt feuert auf Soundwave! Hey, da! Soundwave muss den Schild verlassen und seinen Wind... Meine Güte, aber heute habe ich es aber... Kann doch echt nicht wahr sein. Verteidigung, Sentries aktivieren! Zu helfen. Als ob er ihr Papa wäre. Signifikant. Muss mit Benzin das Energiestrom wieder aufladen. Soundwave! Oh! Das war's! Halte durch, Zeta. Wir holen dich da raus. Eine edle Geste, Optimus. Aber ich fürchte, für mich ist es zu spät. Zeta, bringen wir ihn nach Hause. Hoher Rat. Sieht übel aus. Ich bringe einen gefallenen Helden. Bis alle eins sind. Die Lage ist verzweifelt. Die Autobots brauchen eure Führung. Der Rat existiert nur, um die Primes auszuwählen. Es ist Aufgabe der Primes, zu leiten und zu schützen. Es gibt keine Primes. Sogar jetzt verweigerst du deine Ernennung? Zu lange haben wir mit angesehen, wie andere Primes Stolz und Macht verfielen. Aber du, Optimus, dein Mut und deine Weisheit haben das Leben um dich verändert. Megatron hat den innersten Kern deiner Welt infiziert. Du musst zum Kern reisen und dies bereinigen. Ein Fehlschlag ist unser aller Untergang. Ich nehme die Bürde auf mich, mit allem, was ich bin. Erhebe dich, Optimus Prime. Denn du bist der Anführer der Autobots. Du bist der letzte Prime. Ja. Was für uns heißt, liebes YouTube, die Folge ist zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst ein Abo da oder abonniert meine Playlist, das geht auch. Mit Transformers War for Cybertron. Wenn ihr live sehen wollt und mich ein bisschen live bequatschen wollt, könnt ihr das freitags gerne machen, wenn ich Transformers aufnehme, dann immer so ab 8 Uhr. Sonntags nehme ich auch auf, dann aber am Download-Abend mit Life is Strange Remember Me und ab Ende Januar, wenn es veröffentlicht wird, mit Life is Strange Before the Storm. Ich werde dann sehr wahrscheinlich dann nochmal so richtig langen Abend machen, bevor das Spiel dann rauskommt.
dann nochmal richtig schön durchballern. Dann bleibt mir nur noch sagen, ciao, ciao, haut rein und habt noch einen schönen Resttag, ne? In diesem Sinne, ich habe die Adresse vergessen. twitch.tv/derhighphone und Social Media, twitter.com und facebook.com, immer mit /highphone dahinter, seid ihr auf den richtigen Seiten. Haut rein.